Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4 mit dem WarTech Workshop. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass wir auf jeden Fall heute noch das Dach zu Ende bauen werden. Und das mache ich unter Strukturen. Und ach so, okay. Ah, ja, alles klar. Gut, so jetzt werden wir das Ding hier einfach hier so anbauen. Ach so, ja, macht auch gleich die andere Seite, ist ja auch nicht verkehrt. Das ist ja cool. So, und jetzt komme ich hier irgendwie wieder nicht weiter. Haha. Nee, weg. Na? So. Okay, das war jetzt die leichteste Aufgabe. Boah, das sieht aber alles sehr drückend aus, oder? Naja, gut. Ja, mir gefällt es trotzdem. Auch wenn es tatsächlich wirklich hier das Dach und so weiter echt sehr drückend wirkt, aber. Na gut, so sei es. Okay, also. Dann ist das Atrium so erstmal im Großen und Ganzen fertig. Mit ein paar Ausnahmen. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wie baue ich was? Ich bräuchte auf jeden Fall eine Bar hier unten. Nein. Ich wollte zu Räume. Also eine Kantine. Quartier und Sicherheit, okay. Gewöhnlich. Was ist denn unter gewöhnlich zu verstehen? Gute Frage. Ah, könnte das sein? Ja, das ist eine gute Idee. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich würde jetzt ganz gerne. Einen Flur bauen. Einen Flur und den mache ich gewöhnlich. So, gibt es jetzt eine Ecke mit Fenster? Bitte, lass es eine Ecke mit Fenster geben. Boah, ich krieg die Panne. Was ist jetzt hier schon wieder der Unterschied? Eckeingang? Ach so, das. Ah, ja. Okay, ich verstehe. Ach, jetzt muss ich das Fenster versetzen. So ein Mist. Das habe ich jetzt echt nicht bedacht, ne? Okay. Hilft alles nichts? Einlagern. 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 Jetzt muss ich wieder zu Atrium. Ich muss jetzt echt überlegen hier. Das hatte ich. Ich hoffe, das kann ich jetzt einfach hier so hinbauen. Wehe, wenn. Ach nee, das ist ja die Tür. Ah. Okay, so.
Was habe ich denn hier eigentlich gebaut? Atrium-Fertigband. Habe ich die auch doppelstöckig gebaut? Oh Mann. Ja. Seht ihr, ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay, Fertigband. Atrium-Fertigband. Hier ist er. Okay, super. Dann habe ich das jetzt versetzt. Dann tun wir das hier einfach mal hier hin. Genau, dann wieder zu Räume und zu gewöhnlich. Und dann hätten wir hier dieses hier, genau. Einmal das. Und jetzt kann ich die Ecke bauen. Wo haben wir die denn? Eine stinknormale Ecke. Oh, muss der Wasserturm weichen. Ja, schade. Ich hätte ihn gerne behalten. Na gut, da muss ich den leider jetzt verwerten. So, und werde... Ah, ich bin immer so am Überlegen. Nein, nein, nein. Phantasien's hier hin. Ist die Frage, mal ganz kurz überlegen. Dann baue ich jetzt hier noch eine normale Wand ein. Genau. Überlege ich. Ob ich die Ecke hier nutze oder nicht. Ich denke, ich werde die, wenn es das gibt, ja, gibt es. Und zwar... Wenn ich das mir jetzt richtig vorstelle. Und dann brauche ich ja hier... Ich glaube, das geht gar nicht. Weil... ich dann diese Wand hier nicht... verkleidet bekommen. Ah, das ist natürlich wieder Shit. Gut. Dann war das eine Scheißidee. Dann laden wir das mal ein. Dann nehmen wir mal die Ecke und bauen die jetzt einfach hier hin. Genau. So. Dann brauchen wir hier wieder eine Ecke, denn ich möchte ja keinen schmalen Flur, ich mag ja was Breites. Und will ich das hier hinbauen? So.
Und dann dachte ich mir, dass ich jetzt hier den Eingang baue. So. Genau. Sehr gut. Und hier kommt hier Eingang. So, und jetzt brauche ich hier wieder eine Ecke. Nein, was mache ich denn schon wieder hier? So. Perfekt. So, und jetzt brauche ich dort wieder ein Fenster. Kein Fenster und nochmal kein Fenster. So, jetzt habe ich hier einen schönen breiten Flur gebaut. Und dann soll eine Tür in die Kantine führen und die andere ja, und die andere, ich habe keine Ahnung. Der Aufgang vielleicht zu den Quartieren oder so. Das wäre auch eine Idee. Aber ich denke, die Kantine. Werde ich hier hinbauen. Hier so. So, ach so. Klinik, Kantine. Brauche ich erstmal wieder die Tür. Nicht zu vergessen. Haben die gerade gegossen? So, Fenster. Wo ist Fenster? Hier. So, kein Fenster. Ach, das gibt. Es gibt sogar Tapeten. Ja, cool. Und sogar noch verschiedene. Ach, wie süß. Was ist hier drauf? Na, komm schon. Da ist gar nichts drauf. Ach, das ist ja niedlich. Ach so, jetzt gibt es hier wieder keine Ecke mit Fenstern, ne? Ach Leute. Ha. Ha. Gibt es denn eigentlich auch Kantinenfenster mit Dingsbums? Nee, ne? Gibt es nur ohne. Alles klar. Ja, jetzt habe ich gerade überlegt. Ach, habe ich mich jetzt erschrocken. Ecke. So. Das Problem ist, dass ich hier jetzt anscheinend kein Fenster machen kann.
Ja, gut, ist auch nicht weiter schlimm, dann lade ich das jetzt mal ein kurz. Mache jetzt hier eine ganz normale Wand hin. Weil ich ja keine Ecke mit Fenster habe. So, dann geht es nämlich hier. Dockt es. Nee, dockt nicht an. Natürlich nicht. Dann lagere ich das nochmal ein. Und mache hier nochmal so ein Hotdog-Ding hin. So, und jetzt nehme ich mir die Ecke. Genau. Nein. Ja, so, dann muss ich wieder zu gewöhnlich. Muss ich? Oder muss ich jetzt, ich weiß nicht genau. Wand mit Eingang. Ja, weil ich wollte jetzt denn hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Eine Treppe nach oben wieder machen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das klappt. Vor allem wie rum. Ach so, muss ich jetzt. Ein Versorgungsding machen? Geht das überhaupt? Kann ich das hier reintatschen? Wartet mal. Ah, ich muss es, glaube ich, hier wieder, ne? Oder? Mit verbinden, ist das so? Und dann kann ich, glaube ich, die Treppe bauen, oder? Es ist nur die Frage, welche Richtung. Geht nicht? Why not? Warum willst du nicht? Es ist die falsche Seite. Jetzt habe ich wieder einen Denkfehler, oder? Die geht. Und warum geht die andere wieder nicht? So eine hier. Habe ich wieder irgendwas nicht verstanden? Was stört? Ich habe keine Ahnung. Stört vielleicht die Ecke? Ich lage die noch mal ein. Ah ja, ich verstehe. Die Ecke hat gestört. So, ich teste jetzt mal. Ja, cool. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Treppe jetzt hier die geeignete ist. Ich gucke mal, ob die andere vielleicht besser wäre. Einlagern. Dann probiere ich mal die jetzt. Wegen der Richtung, wisst ihr? Ah, die geht nicht, ne? Da ist irgendwas im Weg. Ja, gut, dann nehmen wir halt die.
Alles nicht so schlimm. Na komm schon. Du willst es doch auch. Jetzt. Nicht bewegen. So. Fein, fein. So, dann sollte ich auf jeden Fall wieder. Das hier, glaube ich, nehmen, ne? Damit ich dann wieder andocken kann. Ah, oh, Baumenü. Komm, mach mich nicht unglücklich. Jetzt. Okay. So, dann Innenbereich, genau. Und jetzt. Nee, nee, nee. Ach so. Hä? Ach so, ich muss ja wieder. Ihr wisst schon. Genau, dahin. So, jetzt brauche ich wieder eine Ecke. Oder ist die noch zu früh? Ah, die ist zu früh. Okay, dann brauche ich erstmal eine Wand. So. Kein Problem, das kriege ich ja alles hin. Nee, nicht Dings hier, die hier. Und dann machen wir hier auch noch mal eine Ecke. So. Ach ja, hier ist ja auch eine Tür. Ah, herrlich. So, und jetzt falle ich bestimmt gleich runter, hä? Okay, weiter geht's, weiter geht's. So, einmal dahin bitte, danke. Und jetzt brauche ich hier wieder ein Fenster. Sehr schön. Kann ich das Fenster hier auch schon andocken? Geht das? Nein, natürlich nicht. Ich brauche erstmal wieder eine Wand. So. Das Fenster will überall hin, aber nicht da, wo es soll. Tolle Nummer. So, jetzt bräuchte ich hier aber dieses Mittelding-Bums, dieses hier. Weil ich werde die doofe Treppe nicht sehen. Und dann brauche ich eine Ecke. So.
Also bisher finde ich die echt gut. Meine kleine Vault. Ich bin begeistert. Normaler Raum. Ach so, ja. Oh. Moment mal. Ach, das ist Klinik. Ja, okay. Meine Güte. ich mal wieder. So. Kantine. Ja, ich fange immer irgendwo an und höre immer irgendwo auf. So, Kantine. Ach so. Verdammt. Kriege ich das jetzt nochmal weggebaut? Weil ich brauche ja von der Kantine, brauche ich ja jetzt. Nein. Von der Kantine brauche ich jetzt die Ecke. Kann ich die jetzt dahin bauen? Nee, nicht mit Tür. Moment. Achso, ich hätte jetzt schwören können, das ist ein Fenster. Super, hat funktioniert. Jetzt brauche ich. Gibt es auch irgendwas mit Säulen? Nee, ne? Jetzt brauche ich. Sowas. Sowas. Und sowas. Oh. Ich sollte das aber nach Möglichkeit mal richtig rumbauen. Ach, darauf habe ich die ganze Zeit gar nicht geachtet. So. Eine Kantine ist ja mal recht groß. So, wenn ich jetzt noch eins dahin bauen würde. Machen wir aber nicht, denn ich baue hier. Ja, sehr gut. Ja. Very good, very good. So, Fenster. Dann kann man nämlich schön hier rausgucken. Haha. Genauso wie hier. Oh nein. Kann man hier noch eine Ecke bauen dann später? Ich muss gucken. Ich muss Luki Luki machen. So. Jetzt machen wir hier aber eins. So. Dann machen wir hier Fenster, Fenster und Ecke. So, und schon wächst ein Baum im Raum. Okay, jetzt machen wir hier auch kein Fenster.
Aha, ich habe jetzt gerade nur was überlegt. Fenster. Und hier könnte man doch theoretisch. Ach so, wartet mal, gibt es jetzt hier eine Wand? Eine lose Wand? Nein. Warum eigentlich nicht? Gut, einlagern. Und ich sehe, meine Lieben, die Folge ist wieder zu Ende. Ach Mann. Das ist very doof. So, einen Moment. Ich mach mal ganz kurz noch hier so eine Säule. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob hier noch etwas an Ecken hingebaut werden kann. Keine Ahnung. Aber ansonsten sieht die Kantine schon sehr groß aus. So, ich denke. Ich sollte die Folge jetzt beenden. Ich habe leicht überzogen. Es tut mir leid. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Und warum ist es immer alles so dunkel? Weil Phantasien es doch kein Licht gemacht hat. Nein, oh, nicht die Waffe, Mädel. Du solltest dich doch einfach nur drehen. Komm, stell dich mal an die Wand. Beleuchte mal die Wand. So, meine Lieben. Ich weiß nicht, wie ich mich hinstellen soll. Okay, so, meine Lieben, jetzt reicht's. Vielen Dank für alles und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.